nicht gewusst, dass da noch so ein Crawler rumhängt. Aber um den kann man, wenn man drauf eingestellt ist, theoretisch relativ gut drumherum laufen. Von daher sehe ich eigentlich nicht ein, meine Munition dafür zu verschwenden. So. Wir nehmen nochmal ein gemischtes Kräuterlimit. So, das ist alles Chico. Gehen wir erstmal wieder raus. Und dann checke ich jetzt hier unten nochmal die Türen. Ich muss mir erstes mal gucken, wie es weitergeht, ehrlich gesagt. Aber ich meine, dass hier unten tatsächlich alles dicht ist. Ich hatte auch gedacht, dass wir bei einem anderen Speicherraum sind. Oh. Das ist entweder gut oder schlecht. Ich bin mir noch unsicher. Hallo? Rüste das aus? Batteriepack. Was rüttelt da? Ich hab voll Schiss. Erstmal so lange einmal einen Screenshot machen. Ach Mensch, da hängt ein Zombie am Fenster. Großartig. Ich gehe in die andere Richtung. Was ist das hier? Ganz neue Räume. Und ein bisschen Angst. Kann ich den... Können wir den verbrennen? Oh ja, Pistole ist geil. Oha! Ich will den gar nicht öffnen. Soll ich die öffnen? Ich hab Schiss. Oh, der hat da was. Ah! Nein! Das sind zwei! Nein, das ist gemein! Ich hab damit nicht gerechnet! Ah, geh weg! Und da! Lauf! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott. Ich will die jetzt verbrennen. Oh, mein Herz. Naja, wie gewonnen, so zerronnen, ne? Oh, Tagebuch des Wächters. 9. Mai 1998. Pokerabend mit Scott und Alias von der Sicherheit oder Alias von der Sicherheit und Steve von der Forschung. Steve räumte ab, aber ich bin sicher, dass er gemogelt hat. Mistkerl. 10. Mai 1998. Einer der Bosse hat mich mit der Pflege eines neuen Wesens beauftragt. Sieht aus wie ein Gorilla ohne Pelz. Gefüttert werden sollte es mit lebenden Tieren. Als ich ein Schwein hineinwarf, spielte das Wesen damit, riss ihm die Beine ab und die Gedärme aus, ehe es zu fressen begann. 11. Mai 1998. Scott weckte mich um 5 Uhr morgens. Ich kriegte einen gewaltigen Schreck. Er trug einen Schutzanzug. Er gab mir auch einen und befahl mir, ihn anzuziehen. Sagte, im Kellerlabor hätte es einen Unfall gegeben. Ich habe immer damit gerechnet, dass so etwas passiert. Diese Schweine in der Forschung schlafen nie und machen nie Urlaub. 12. Mai 1998. Seit gestern laufe ich in diesem verfluchten Schutzanzug rum. Ich bin verschwitzt und alles juckt. Die blöden Hunde starren mich an, also bekommen sie heute kein Futter. Geschieht ihnen recht. 13. Mai 1998. Ging zur Krankenabteilung. Mein ganzer Rücken ist geschwollen und juckt. Die haben ihn verbunden, mir gesagt, dass ich den Schutzanzug nicht mehr brauche. Ich will einfach nur schlafen. 14. Mai 1998. Noch eine große Blase an meinem Fuß. Ich musste den Fuß auf dem Weg zum Hundezwinger hinter mir herschleifen. Die Hunde waren den ganzen Tag still. Komisch. Dann merkte ich, dass einige entkommen waren.
Vielleicht ist das ihre Rache, weil ich sie 3 Tage lang nicht gefüttert habe. Wenn jemand das herausfindet, rollt mein Kopf. 16. Mai 1998. Es geht das Gerücht um, dass gestern Abend ein Forscher auf der Flucht vom Anwesen erschossen wurde. Mein ganzer Körper ist heiß und juckt und ich schwitze ständig. Als ich die Schwellung an meinem Arm kratzte, fiel ein Stück verrottetes Fleisch ab. Was zum Henker ist hier los? 19. Mai 1998. Fieber weg, alles juckt. Hunger. Esse Hundefutter. 21. Mai 1998. Juckt Gott? Kam hässlich, hab ihn gefressen. Lecker. 4. Juckt, lecker. Also die Verwandlung in ein Zombie, wie das so bei ihm sich in den Laufe der Zeit verändert hat, also wie es dazu, wie er empfunden hat. Erst alles Jucken, dann das Fieber und letztendlich nachher die Verwandlung oder der Tod und dann die Verwandlung in ein Zombie. So, ich glaube, wir sind hier durch. Sollte ich schon Kräuter nehmen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt hier drauf gebe, bin ich drauf eingestellt und dann mache ich das halt nochmal. Ist nicht schlimm. Tür aufgeschlossen. Kommen wir hin? Achso, ich komme jetzt wieder in den Flur. Wir betreten den einmal. Danke für die Aufnahmeabbrechung. Immer wieder ein Vergnügen, wenn mir das passiert. Mann. So, jetzt müssen wir den anderen unheimlichen Gang, also auf die andere Seite. Mama, I love you. Oh. Nee, da er zurückgeht, dann passt jetzt. Boah, ist das laut hier. Ach, du grüne Neune. Okay, das ist ein geschlossener Raum. Da kommen wir auf jeden Fall nicht mal nirgends voran. Was ist das? Der Deckel der Wasserpumpe ist offen. Wasserpumpen? Nein. Erstmal nicht. Erstmal will ich mich Was ist das? Den roten oder grünen Draht. Ich muss mal... warte einen Moment, dann gucke ich doch erstmal nochmal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass... Wir nehmen den roten. Okay, ja, das ist, ja, oh, die Pflanze leidet richtig. Das ist auf jeden Fall, ja, grün. Ist da noch irgendwas? Kann ich da irgendwas machen? Ich habe die Vermutung, dass sie mir wehtun wird, wenn ich daran gehe. Die Pflanze kommt mir nicht gerade wie ein Freund vor. Tja. Aber... Ich habe jetzt damit gerechnet, dass man das die irgendwie unter Strom setzen muss. Aber. Weil da steht auch High Voltage drauf, ne? Soll ich einfach mal versuchen, dran vorbeizulaufen?
Okay. Ja, okay, okay, okay. Okay, ich geh da schon. Ich geh da schon. Nein. Nein, ich will nicht. Lass mich. Hey. Okay. Wir haben noch so einen Taser mit. Können wir das denn nicht ranhalten? Ich kann jetzt nur... Grün. Grün an Punkte an der Seite, Wasser. Ich glaube, das Mikro ist dicht an genug an mich dran. Aber das bringt mir ja nichts. Ich hätte jetzt vermutet, wir müssen das Viech unter Strom setzen. Aber wie genau ist mir jetzt noch ehrlich gesagt ein Rätsel. Ich stelle jetzt erstmal die Pumpe erstmal standardmäßig auf Rot und dann verlasse ich den Raum. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich noch vorher was machen muss. Oh, es ist laut in dem Raum. Hammer. Sau laut. Da ist auf jeden Fall noch ein kleiner Raum. Da bin ich, glaube ich, noch nicht gewesen. Wieder stehen. Aber was soll ich denn hier noch machen? Ja, kann ich den anschalten? Nee. Achso, hier ums Eck kann ich noch rein. Oh, ein Dolch. Der Raum sieht nicht unbedingt vertrauenserweckend aus. Also die Tür zumindest nicht. Kaputt davor alles. Oh, das ist wirklich ein verdammt kleiner Raum. Was ist das? Hier ist eine Inschrift. Ein Tiger im Glanz des blauen und gelben Lichtes. Blau und gelben Licht. Zwei Edelsteine, einmal blau und einmal gelb. Einen blauen habe ich, glaube ich, aber ich glaube, ich habe kein Gelb. So, jetzt haben wir unten ja ein bisschen was zu tun. Ich kann ja einmal zur Inventarbox laufen. Mal gucken wegen dem Edelstein. Ich meine, dass ich keinen gelben habe, sondern nur den blauen. Tja. Diese Musik ist immer so entspannend. Schön. So. Das Kräuterli packe ich erstmal weg. Maske ohne Mund. Chemikalie, Serum. Chemikalie. Nehme ich mal mit. Vielleicht für diese Pflanze. Das ist ja so ein Kräuter-Deckmachzeug. Hier, blauer Edelstein. Den wollte ich nochmal gerne mitnehmen. Ich glaube, das war's. Wir suchen es erstmal mit den Gegenständen, mit den beiden. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Chemikalie gut funktionieren könnte. Ich muss mal schon daran. Und naja, den blauen Edelstein würde ich, den Stein würde ich dann in dieses Tigergesicht einfügen, aber wir brauchen noch den gelben dafür. Wenn ich den gelben habe, habe ich das bis dato schon wieder vergessen. Ich mache das erstmal mit dem Tiger, weil er hier so um die Ecke ist. Ich erwarte jedes Mal, wenn ich da jetzt langlaufe, dass diese Teile aus dieser Fensterscheibe springen. Hallo? Ja, ich weiß. Füg den mal ein. Aha. Ui, Munition. Ach so, ich kann... Tu mir nichts, oh Gott, bitte. Okay, jetzt kann ich wahrscheinlich noch den gelben. Entweder kriege ich dann auch Munition oder ein Item. Ich hatte jetzt eher mit dem Eis gerechnet, womit wir weiterkommen. Mit der Maske zum Beispiel.
Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst. Ganz ruhig, ganz ruhig. Geh ich lieber zu LeChuck. Zu der Pflanze. Tschüss, tschüss, tschüss. So. So, hier kommt... Kann ich nicht jetzt... Blilililil. Haha, jetzt geht's euch an den Kragen. Ja, den roten. Ja, stirb. Ah, la, 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 la. Was hast du von, du blöde Pflanze? Ich habe halt nicht den grünen Daumen, das hätte die Pflanze auch wissen können. Und es gibt noch eine Maske und ganz viele Pflanzen. Die möchte ich am liebsten alle... Oh. Hoppala. Hm. Yo, noch eine Maske. Einmal eine Todesmaske ohne Augen, so wie das aussieht. Die Kräuterlies hören wir gleich nochmal wieder. Ich vermute, jetzt passiert sowieso gleich. Was? Oh, das ist in dem Raum so unerträglich laut durch diese Pumpe. Sie sind weg. Das ist ein schlechtes Zeichen. Lauf, 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 lauf. Meine Kopfhörer rutschen mir vom Ohr. Oh. Ich wusste es. Ich habe es geahnt. Wirklich, ich habe es wirklich geahnt. Oh, jetzt bin ich ja noch falsch. Kacke. Oh, Mann. Ich habe es gewusst, dass das passiert. Ja, genau. Es steht auf der Seite. Schon klar. Wenn ich die alle niedermetze, muss ich die alle verbrennen. Jetzt bin ich schon wieder falsch gelaufen. Ich wollte nach oben weg. Weil ich da zur Schreibbox möchte. Himmelarschenswirren. Erstmal nachladen, würde ich sagen. Was ist das hier eigentlich? Gewehrmunition? Nice. Jetzt möchte ich eigentlich unbeschadet dran vorbeilaufen, weil ich eigentlich nicht so viel Munition verschwenden möchte. Aber wer nicht will, der hören will, der muss halt führen, ne? Ist immer schön, dass sie da mal ganz nett stehen. Stirb! Abgang, Pfeife. So, jetzt will ich die verbrennen. Wie geht das jetzt? Jetzt steht er, ich brauche das nicht. Aber ich will die verbrennen, Fachominomol. Er hat noch einen Rest Kerosin. Ja, was ist mit meinem Feuerzeug? Feuerzeug. Es trägt eine Gravur. Spiel nicht mit dem Feuer. Daniel Jessica, halt doch die Klappe. Ja, ich hab's verstanden. Oh. Ich weiß jetzt aber nicht, wie das mit dem Verbrennen, ehrlich gesagt, gehen soll. Oh. Himmler. Doch, ich will das jetzt aber verwenden, sonst habe ich nachher alles voller Crawler hier drinne. Tja, ich weiß nicht, wie das mit dem Brennen, Verbrennen gehen soll. Keine Ahnung. Na, ich das nächste Mal jetzt an eine Crawler hier rumlaufen.